Was ist los? Jetzt sag was. Sag du doch was. Die Lösung ist Isolierung. Was? Wir müssen nur die Außenwände isolieren. Dann spart ihr Heizkosten und habt die Kohle in 2 Jahren wieder drin. Ihr müsst aber auch langfristig. Nicht jetzt. Was guckt ihr mich denn so an, als ob ich Suaheli rede? Isolierung. Das ist die Lösung. Ja, aber wir wissen gerade nicht, ob wir so langfristig denken können. Wollen. Hier seid ihr. Ja. Schon gut. Sag mal, was läuft hier eigentlich? Man hört das mal auf zu bimmeln. Warum gehst du nicht einfach dran? Warum? Dein Handy klingelt. Das heißt, da will dich jemand sprechen. Das kann dieser jemand auch tun, wenn du nur dran gehst. Also, ist doch toll, oder? Eigentlich. Sag mal, dieser Raphael, ist das eigentlich Ollis neuer Freund? So ein Quatsch. Ja, ich weiß es nicht. Aber du bist doch deswegen so neben der Spur, oder? Mann. Ja? Okay. Ja, danke. Wow, ja, ja. Wow, danke. Okay, auf Wiederhören. Wow, okay, ja, danke, wow. Ist das irgendwie so eine Art Code? Und wenn ja, wofür? Ich hab den Job. Ach, das Ding in Brandenburg? Was heißt denn das jetzt? Dass sie mir eine Riesenchance geben. Wow, ich werde dich natürlich total vermissen, aber Glückwunsch. Ich habe immer gewusst, dass einer meiner Kumpels es immer ganz groß schafft. Wann geht's denn los? Die wollen, dass ich morgen anfange. Wolltest du mir nicht was erklären? Ich wüsste nicht was. Dann erkläre ich dir jetzt mal was. Ich habe dich nach unserer Nacht auf Mallorca nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Darum bin ich mit 150 Besoffenen nach Deutschland geflogen und habe Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Gandhi gesungen. Nur um dich zu sehen. Raphael, dass du hergekommen bist, das war ganz allein deine Entscheidung. Du bist irgendwie nicht mehr der, den ich von Mallorca kenne. Du bist so verkrampft. Vielleicht gehen mir Dinge durch den Kopf, die du nicht verstehst. Von denen ich gar nicht will, dass du sie verstehst, weil du nicht die Antwort auf meine Probleme bist. Stellst du dir denn die richtige Frage? Welche Frage denn? Na, zum Beispiel, wie Ex ist dein Ex? Weil auf Mallorca hast du gesagt, dass du solo wärst. Mallorca ist eine Insel, auf der Dinge passieren, die sonst nirgendwo passieren. Deshalb fahren die Leute dahin, ich auch. Ich sehe schon. Scheinbar nicht dein Tag heute. Pass auf. Du meldest dich, sobald du das Chaos in deinem Kopf in den Griff bekommen hast. Okay? Hi. Hey. Du hast ihn in die Wüste geschickt? Und du beweist das jetzt schon wieder, oder? Christian und ich, wir haben uns geküsst. Na, endlich! Und ich habe den Kuss abgebrochen. Oh. Ja, oh. Und warum zum Teufel? Ich wusste nicht. Was wusstest du nicht? Na, was der Kuss bedeuten sollte. Können wir kurz reden? Klar, komm rein. Hey, Christian, das ist die Stelle in Brandenburg. Vor dir steht der neue, wie heißt das nochmal? Executive Supervising Coach. In einem Stall hunderte Kilometer von hier entfernt. Und morgen soll's schon losgehen.
Also morgen ist Christian dann endgültig vom Acker. Ich kümmere mich dann mal um diese Isolierung. Mach die Tür hinter dir zu. Tja, verstehe. Was verstehst du? Naja, der Job, das ist deine Chance. Klar, dass du dann nicht mehr im Landsteingestüt arbeiten willst, auch wenn du das wieder könntest. Darüber wolltest du mit mir sprechen? Keine Ahnung. Ich wollte nur kurz wegen den Kosten für die Isolierung. Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist, da so viel zu investieren. Und ich weiß nicht, ob Brandenburg richtig ist. Wieso? Was hindert dich daran? Die Umstände. Welche Umstände? Du hast als Trainer das Landstein-Derby gewonnen. Du bist erfolgreich. Du bist frei. Bin ich das? Nicht? Hier gibt's auch nichts, was dich hält, oder? Nein? Ist Raphael noch da? Ja, der ist da. Schön. Dann werde ich ja bald eine Zeitung von dir lesen. Also ich muss dann auch mal wieder runter, meine ich. Olli. Ja? Schon gut. Vergiss es. Olli, ich brauche jetzt langsam mal echt eine Entscheidung wegen der Isolierung, sonst komme ich da oben nicht weiter. Hast du geheult? Hab ich nicht. Hat er wohl. Ja, hab ich. Na und? Also, ich habe ja nur einmal geweint, nachdem ich einen Mann geküsst habe. Und das war auch nur, weil ich was ins Auge gekriegt habe. Also, ehrlich gesagt, kapiere ich euer Problem nicht. Du liebst Olli. Olli liebt dich. Und dann habt ihr euch auch noch geküsst? Bingo! Du hast doch keine Ahnung. Von Männern schon. Nur nicht von Mädchen wie euch. Ihr verkriecht euch und denkt doch beide genau das Gleiche. Ob nicht vielleicht doch noch was aus euch wird, wenn du nicht nach Brandenburg gehst. Wie es aussieht, denkt er doch noch nicht mal drüber nach. Tut er doch. Nein, weil der Kuss, das war für ihn scheinbar nur ein Abschiedskuss. Kannst du vielleicht mal aufhören, hier rum zu interpretieren und kommst in die Pötte? Du hast nämlich nur noch 24 Stunden Zeit. Moment. 19 Stunden, um das zu klären, sonst ist Christian nämlich weg. 19 Stunden? Wir sind seit Monaten getrennt. Was soll ich in der Zeit denn bitte noch erreichen? Das ist auch keine Frage der Zeit. Wenn man will, dann kann man auch in einer Minute total viel erreichen. Es tat doch nicht einmal mehr weh. Und deine Augen, die schwitzen nur. Vielleicht ist einfach Zeit, jetzt ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das Leben hat aber keine Kapitel. Ja, aber jede Menge Chancen und die solltest du nutzen, bevor es zu spät ist. Tick, tack, tick. Glaub mir, das hat keinen Sinn mehr. Oh Mann, ihr beide. Ihr spekuliert rum, wer was wie gefühlt oder gedacht haben könnte, aber dabei tappt ihr beide im Dunkeln. Verdammt, du gehst jetzt da runter! Nein. Das sind keine 50 Meter, Christian, klär das! Ich gehe nach Brandenburg. Weil ihn hier einfach nichts hält. Nicht der Job im Gestüt und ich schon gar nicht. Ich fass es nicht. Zwei Deppen rennen ins Unglück.